Ich fürchte mich vor dem Tod. Gibt es Aspekte des Sterbens, vor denen Sie sich auch fürchten? Wenn ich diese Frage höre, dann bin ich hin und her gerissen. Also aktuell habe ich keine Angst vor dem Sterben. Das liegt aber vielleicht daran, weil ich mir einbilde, dass das Sterben noch kein Thema ist, was aktuell bevorsteht. Aber das weiß man natürlich nicht. Ich glaube, das Sterben ist der schwierigste Prozess im Leben. Einerseits, weil wir ja tatsächlich für das Leben geschaffen sind und die Sünde erst den Tod in die Welt gebracht hat. Das heißt, Sterben ist etwas ganz Widernatürliches in diesem Sinne und auch wieder Göttliches. Auf der anderen Seite ist das Sterben auch der Hinübergang in eine Welt, von der wir glauben, dass sie wunderschön ist. So schön, dass wir sie uns gar nicht vorstellen können. Ich hoffe, dass ich eine Sterbestunde habe, in der ich Gelegenheit habe, mit Gott ins Reine zu kommen, aber auch mit den Mitmenschen, dass ich noch Gelegenheit habe, diejenigen um Verzeihung zu bitten, denen ich vielleicht Böses getan habe, und Gott um Verzeihung aller Sünden zu bitten. Wir tun das eigentlich jeden Abend in der Komplett, im Stundengebet der Kirche. Wir beginnen da mit dem Schuldbekenntnis und der Vergebungsbitte. Man sollte ja eigentlich so leben, dass man jeden Augenblick vor das Angesicht Gottes treten kann. Also Furcht vor dem Tod aktuell nicht, aber wer weiß, was kommt. Aber das Vertrauen auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit und Gegenwart ist größer.